So viel zum Thema Map lesen. Ja. Map lesen, Schritt 1, Map in die Hand nehmen, Schritt 2, Map anschauen. Aber kann sein, dass du nur einen Teil davon gefunden hast? Map ist Ja, nicht ich guck vollständig. gerade mal. Es Ja. gibt Teile. Ja, die Map ist nicht vollständig, die ich habe. Meine ist auch nicht vollständig. Also Ich sehe ich hab Vibor und den den. Flughafen oben, Flugfeld. Aber da müssen wir die zusammensetzen, weil ich habe nämlich die. Ich sehe Solznitschi Wo und ist denn Nomad? Elektrosawodsk. Ich bin hinter dem Gebäude. Warum tust du denn sowas, Nomad? Ja, ich wollte hier noch eine andere Ansicht der ganzen Ja. Lage hier mir verschaffen. Weil meine Map ist, hast du die Map jetzt Ja. hingeworfen? Ja, guck mal. Kann ich die jetzt echt kombinieren? Geht das? Ich hoffe. Das wäre der Hammer, wenn man die kombinieren könnte. Trink Nö. jetzt mal was. Map E? Deine ist Map NW, meine ist East. Eine ist East, die andere ist Northwest. Ja, what the fuck? Gibt's jetzt hier nicht irgendwie. Man braucht also tatsächlich mehrere Maps oder was? Richtig krank, oder? Und man kann die nicht kombinieren und eine Map Ich kann draus man sie ja machen, wie nur besch. kombinieren, wenn man alle Teile hat. Northwest, das heißt, du hattest Flugfeld. East. Nee, ich hatte East. Nimm das hier, nimm das mit, nimm's wieder mit. Ich habe keinen Platz für das Zeug. Schmeiße, wir sind geschmissen. Super. Ja, hey, hallo? Wie wollen wir uns nennen? Wir müssen auch einen Squad-Namen haben, sonst geht das gar nicht hier. Oha. Wir sind ja nicht hier. Tactical Rangers. Wir sind der Gurken-Squad sind wir hier. Wir müssen ja aber, wenn wir ein Squad sind, dann auch einen Anführer haben. Ja, du kannst gerne Squad-Leader sein, ist mir scheißegal. Der Du gibst deinen Squad-Leader. Befehl. Ghost Willst du ist. oder will hier Hafti. Hafti-Abo. Nicht mit zu viel Nee. Verantwortung. Es ist zu viel. So viel Verantwortung und da muss er noch so viel reden und Ja, das ist anstrengend, das geht ja gar nicht. reden. Was ist das denn? Ja, gut, cool, dann ist Ghost der Anführer und dann ist es quasi der Ghost Ghost Squad. Squad. Das ist ein bisschen einfallslos, ha? Ja, Ghost das ist ein. Tactical Squad Ghost. Lass uns mal, weißt du was? Wir könnten ja den TAR nehmen, also Tactical Advanced Recon. By Ghost. Tactical Advanced Recon Squad, TAR By Squad. Ghost. Ja, by Ghost, whatever. Wollt ihr jetzt alle gleichzeitig da? Der eine robbt, der andere geht. Was wollt ihr machen da? Sieht echt Ich komisch gehe hier aus. doch nicht, bist du Ja, verrückt, du Mann, wenn robbst, hier einer aber auf der die andere anderen geht neben dir. Also ist Ja, das schnell. ist auch ganz super, das verrät auch kein bisschen unsere Posi oder Und es so, ist super, nee. dass der Das ist. Scharfschütze von uns ganz vorne ist. Das Allerbeste ist Tactical sowieso, dass. Tactic, ne? In unserem Squad. Das Allerbeste ist ja, dass der Squad-Leader überhaupt keinen Befehl erteilt hat und wir rennen hier wie die Hühner übers Flugfeld. Wollt ihr den totalen Krieg? Nein, warte, das war gerade irgendwie. Warte. Schlecht. Ja. Etwas. Gut, dann bleibt der Sniper erstmal. Ja, der Sniper. Müssen wir so einen Namen haben? Das ist voll Ja, verwirrend. Mann, müssen wir. Snake bleibt da hinten. Snake, bleib mal. Snake, du bleibst hier hinten und observierst die Lage. Ja, Sir. Und Ja, Nomad. Sir. Aber doch nicht so lustlos. Du musst das doch mit Gefühl machen. Ja, Sir. Ja, Ich bleibe jetzt hier hinten. Das passt schon. wenn ich meinen ersten Kaffee hatte, dann kann ich vielleicht ein bisschen mehr Elan Ja, erlernen, aber momentan ist das alles ich noch möchte ein das bisschen vielleicht doch schwierig. hier ein bisschen ausführen, ne? Es ist ungefähr 1 Uhr in der Früh Er und mischt der den liebe Herr Kaffee. ist gerade erst aufgestanden. Das ist also dafür erstmal. Ja, Mann, Gut. knock on wood. So. gut, Nomad, du kämpfst dich vor zur Ja. ersten Baracke. Ich gebe dir Rückendeckung. Go, go, go. Okay. Rennen? Wie? Schnell rennen oder geduckt Renn, du oder. Sau! Renn, du Sau. Okay, gut dann. Aber du schaust schon auf die. Also Squad, Entschuldigung. Ich muss dich nicht mit du ansprechen. Du bist ja Sergeant Ghost. Ja. Oder whatever. Einfach Ghost. Ich schwöre dir, wir Yes, schießen. Sergeant! Okay. Aye, aye, Sir! Mission complete, ja. Ja, Mission complete. Okay, Snake, Ich gib bin mir jetzt an der Rückendeckung, ich renn vorderen zu ihm hoch. Baracke. Ich schaue auf die anderen Baracken auf der anderen Seite. Ich gebe euch Deckung. Ich sehe keine Bewegung. Aber ich komme jetzt auch rüber gestürmt. So ein Hecht. Keine Bewegung südwestlich von uns. Nix, kein Blatt bewegt sich. Ich werde mich links am Gebäude positionieren. ATC Tower ist auch leer, soweit ich das Ghost beurteilen ist in kann. Stellung. Scharfschütze kann nachrücken. Snake, it's your turn.
Snake, your turn. Get a move on, soldier! Der gleich ausrastet und stress, emotional. Stress mich nicht, Sergeant. Ich bin überhaupt kein Sergeant, der andere ist Sergeant. Hetz mich nicht. Das war doch dieser, wie heißt er nochmal? Mit diesen Puppen? Der Bauchredner. Sascha Grammel. Oder Grammler oder whatever. Der sagt mir jetzt eigentlich nichts. Doch, der hat doch so Puppen, der hat so eine kleine, so sieht so ein bisschen aus wie so ein Vogel. Und ist, redet mit seinem Bauch. Also, er redet mit seinem Bauch und nicht mit im Sinne von, also, spricht mit seinem Bauch. Also, nur um das mal kurz festzuhalten, auf der anderen Seite des Airfields, also quasi genau auf der anderen Seite, da sind ja die Baracken. Das ist südwestlich, ja. Das sind drei Baracken, oh, vier, fünf. Oh ja, und da sitzen ja genau die Lootpunkte, an die wir ran müssen. Beziehungsweise, ich würde gerne hier doch erstmal das ATC Tower durchsuchen. Weil da war ich schon mal drin gewesen, aber nix. Warst du da schon mal drin gewesen? Nicht bist du schon mal drin gewesen? Ja, ich bin da schon mal drin gewesen. Gut. Ja gut, wenn der hier rennt, dann kann ich ja auch rennen. Aber wenn ihr Bewegung seht, dann einfach direkt sagen, hier Bewegung östlich, westlich, bla, dann legen wir uns alle hin. Markanter Position, genau. Rechte Seite vom ATC Tower. Ich glaube, das nennt sich Air Traffic Control Tower. Hier liegt eine leere Trinkflasche. Ne, hier sind mehrere Trinkflaschen. Eine auf der Treppe, eine hier unter der Treppe. Ja, wir bleiben draußen, geben den Gästen Schutz und beobachten die Baracken. Nomad befindet sich momentan in der ATC Tower. Ja, einer auf die Baracke, der andere eher rechts davon auf das lange Ende der... Ach, scheiße. Noch so ein Scope, aber auch badly damaged. Egal, ich nehm's. Liegt hier oben. Soll ich sie mitbringen? Ja, bring's mir mit. Muss er jetzt nicht okay. Extra hochkraxeln. Also, jetzt übertreibt er gleich. Ein Scope ist auch damaged, aber da ist kein einziger Riss drin. Das sind nur so ein paar kleine schwarze Flecken drauf. Sonst ist das ganz okay. Will jemand einen Stift haben? Nein. Allerdings wüsste ich, was ich mit dem Stift bei dir anstellen könnte, aber gut. Das in einer anderen Folge. Okay, das ist noch kaputter als das andere. Ne, wobei, ne, die sind eigentlich ziemlich gleich kaputt, muss ich jetzt mal sagen. Das heißt, dann nehme ich, dann packe ich deins einfach wieder ein und ja, bring's hier mit runter. Jo. Hier unten ist noch was, aber was? Munition? 45er ICP Rounds, fuck you, Soldat, bitches. Was soll das? Ah, was ich auch habe, ich habe eine Bajonett gefunden. Bajonett. Allerdings sag ich, direkt, weiß ich nicht, ob das funktioniert, dass man das nutzen kann am Gewehr. Also, ah, hier oben ist noch ein großer Rucksack, Entschuldigung. Ganz großer? Nee, ich glaube, ist das der große? Das ist der 30, 35er, ja? Ja, ist so ein ganz großer, so ein Wanderrucksack. Ja, Mann, ich nehme den mit. Das ist der Pristine, wunderprächtig. Welchen Zustand hat denn der Rucksack, den du jetzt hattest, den grünen? Der hat Zustand, glaube ich, auch Pristine. Dann würde ich den nämlich nehmen, weil lila ist nicht so... typische Naturfarbe und ist warm. Da hast du allerdings recht. Ich werde versuchen, den mitzunehmen, wenn ich noch genügend Platz in dem 35er drin habe, aber ich glaube schon, müsste eigentlich passen. Aye, Sir. Ich nehme den mit runter. Super. Ich würde das so gerne einfach so spielen, weißt du, so richtig ernst nehmen das Ganze und dann so... Ja, das muss man natürlich erstmal verinnerlichen. Ja, muss auch verinnerlichen, klar. Musst du natürlich auch so ein bisschen dich dran gewöhnen, dass das jetzt nicht hier dein Kumpel ist, sondern halt eben dein Vorgesetzter. Kann ich den jetzt hier rein? Ne, ich kann den ohne Scheiß nicht mitnehmen. Ich weiß nicht, du hast es gerade unten nicht gesehen, aber hier unten lag ein TSKO-Jacket. Habe ich gerade mitgenommen. Ich kann den ohne Scheiß nicht mitnehmen, du musst selber hochkommen und ihn holen. Hier hinten ist auch sonst ein großer orangener Rucksack. Auch ganz großer, der 35er. Ja, Moment. Ich habe hier noch so ein Visier. Trink grad. Hat jetzt jemand getrunken? Ich. Alter, mach sowas nicht. Du hast vorhin auch getrunken. Ja, aber nicht hier auf dem Airfield, Alter. Ja. Das klingt ja, als ob da jemand hier gerade auf mich geschossen hat. Mir ist gerade das Herz in die Hose gefallen. Quietsch doch jetzt nicht so. Und wo ist es? Da, also da ist der kleine, den ich vorhin hatte, und hier liegt noch der große orangene. Willst du nicht? Ja, ich habe jetzt den blauen, orangen, großen.
Also blauen Orangen, ja. Ja, den blauen großen Rucksack. Ja, okay, ich habe jetzt den Orangen genommen. Wollen wir kurz abchecken, ob hier oben was liegt, was cool ist. Kurz hinlegen. Trinken liegt hier, also sehr gut. Zluta Cola direkt mal saufen, den Scheiß hier hinten drin. Und weg damit. Ich habe ein Visier. Ja, ich sag ja, ich trinke und du hörst mir einfach nicht zu. 300 Round Ammo Box, die nehme ich mit. Ja, die ist super, ne? Weißt du, wofür du die benutzen kannst? Zum Ammo reinpacken. Alter. Und sonstige Sachen reinpacken, oder? Oder geht da nur Ammo rein? Ammo. Weiß ich nicht. Ja gut, zumindest hat sie halt mehr Platz. Sie hat halt mehr Platz und benutzt nur 4. Das ist der große Vorteil daran. Ich habe jetzt hier so ein Kack-Bajonett auf meiner Waffe drauf. Ich glaube, das Spieler, Ende der Rollbahn, rechte Seite hinterm zweiten Hangar. Aus der Richtung, aus der hinterm zweiten Hangar? Nein, Richtung nach vorne. Richtung nach vorne, das ist Ende der Rollbahn, okay. Ja, auf der rechten Seite. Ich weiß, was du meinst. Zwischen Hangar und letzte Gebäude. Also auf unserer Seite. Ja, auf der rechten Seite. Aber ich glaube, der liegt entweder am Boden oder der ist tot. Eins von beidem. Seid ihr beide im Gebäude drin hier? Ich bin ganz oben. Ja, ich bin ganz oben. Ich sehe nicht. Ende der Rollbahn und dann ist... Nach dem dritten Hangar und dem Gebäude dazwischen. Ich bin rechts von dem Control Tower. Ich sehe ihn. Aber soll ich schießen? Tot oder nicht? Der bewegt. Ich habe einen klaren Schuss auf den. Soll ich schießen? Warte. Ist ja kein Millimeter. Soll ich schießen? Ich habe ihn im Visier. Warte. Nicht verraten. Der bewegt sich ja nicht. Ich glaube, der ist tot. So, meinst du, der ist erschossen? Guck mal, so wie er dran liegt. Ist da jemand mit einem Rucksack, mit einem orangenen Rucksack hinter dem? Ja, du bist raus wieder. Okay, gut. Siehst du ihn? Nein, ich sehe ihn nicht. Der liegt da kurz vorm anderen AC, also vom anderen Militärgebäude. Du solltest ihn von deiner Position aus sehen. Nee. Okay, ich pirsch mich mal ran. Der ist tot. Wolltest du mir auch das Scope geben? Du hast ja das zweite. Ja, aber das ist für die M4, das ist nicht für die... Stimmt, ich hab's eins für die M4 und eine für... Ich komm jetzt mal... Ich renn jetzt hinter den Hangars durch, ne? Okay. Nur so. Ich komm mit. Hinter den Hangars. Taktischer Vorteil nutzen, dass uns keiner gesehen hat. In der Hoffnung. Ja. Wäre natürlich doof, wenn uns jemand gesehen hat. Oh, ich kann nicht jetzt hier auch. Zu. Dann gehe ich vorne in den ersten Hangar, in den Hangar. Spieler liegt immer noch da. Ja, der ist tot. Da liegt noch einer. Da liegt ein Lebender, der blutet. Wo ist er? Oh, nee, der ist auch tot. Aber da spritzt voll das Blut raus. Genau, das heißt, genau gegenüber von der anderen Leiche, im Grünen, am Rand der Bäume. Der ist ein bisschen im Boden verbuggt. Da guckt nur so ein braunes Päckchen aus dem Boden raus. Ich gehe jetzt mal in das Militärgebäude rein, glaube ich. Und da liegt eine Kann mir jemand Deckung geben gegenüber den Baracken? Ja, ich bin um den Turm. Mach ich. Sehr gut, ich danke. Ich versuche auch ein bisschen Deckung zu geben. Einer schreit ins Gebäude rein von uns, ne? Ja, ich bin ins Gebäude rein. Na, ich gehe jetzt in den hinteren Hangar rein. Hier sind Wanderschuhe. Hier drinne. Hier gibt's auf jeden Fall eine Armobox, hab ich schon gesehen. Hier liegt ein Hunting Backpack, 30er. Den hab ich, das ist der braune, ja, der wahrscheinlich ziemlich gut. Ja, der grüne. Ja, den würde ich dann nehmen, statt orange. Orange ist so auch. Ja, der ist damaged, aber. Ah, okay. Also ich habe hier noch eine 300er Roundbox gefunden. Ja, ich habe auch eine dabei. Das Schlimme ist, du musst die ja, um an die Munition dann ranzukommen, die einmal rausnehmen, ne? Ja, das behindert. Man müsste die eigentlich auch vom Inventar her öffnen können. Hier liegt eine FNX. Wenn du nicht gebrauchen kannst. Und was ist denn das? Was ist denn das für ein Magazin, Hilda? CMAG-Magazin und ein CMAG-Magazin, aber sind beide leer. Leere Magazine sind hier. Also zusätzlich ich sehe von hier oben eine M4 auf dem Boden liegen, ne? Wo siehst du die? Gegenüber der Rollbahn. Gegenüber der
ersten Leiche, die wir eben gefunden haben. Sollen wir die Leichen mal plündern gehen? Also schauen, also ob die was dabei bei der haben? ersten Leiche, die ihr gesehen habt. Ja, dann guck mal genau gegenüber, wo die Bäume anfangen. Hat die Leiche was dabei? Also hier hat ein blaues Blue Mountain Backpack, das ist ruiniert. Etwas zu trinken. Ja, das Trinken ist ja auch ruiniert. Ist alles ruiniert. Ja, wenn die in den Rucksack reingeschossen haben, dann ist alles kaputt. Ah, ist ja super. Chicago Bag, ja, ist doof. Ruiniert. Hose ruiniert. Alles im Arsch. Die Gasmaske ist badly damaged. Na gut, brauchst du natürlich dann auch nicht. Feuer-Axt ist worn. Meine ist damaged. Ja. Dann nehmen wir doch die Worn-Axt auf jeden Fall. Okay, ich chill jetzt mal hier kurz im Damage Gebäude. Ich check mal die Lage auf der anderen Seite, falls da was kommt. Ich sehe jetzt bei den Baracken keine Bewegung, also oder sowas. Genau, ich liege hinter der ersten Leiche. Ich nehme die Leiche als Schutz.